Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Dominik Ludwig, ich tippe die Herren Regionalliga, den 32. Spieltag vom 1. FC Union. Dort das erste Spiel Optik Rathenow gegen VSG Altglienicke. Rathenow mit zuletzt eigentlich ganz guten Ergebnissen, Altglienicke auch. Dort würde ich mal tippen, dass das Spiel 1:1 ausgeht. Ja, dann das zweite Spiel wäre Lok Leipzig gegen Wacker Nordhausen. Bei Lok ist immer viel los bei den Zuschauern. Nordhausen hat eine richtig gute Truppe beisammen. Dort tippe ich aber, dass sich die Heimmannschaft durchsetzt und mal 1:0 gewinnt. Dann ist das nächste Spiel Auerbach gegen Bischofswerda. Auerbach, immer eine heimstarke Truppe, da ist immer viel los. Da tippe ich auf einen 2:0 für Auerbach. Dann haben wir Germania Halberstadt gegen Viktoria. Dort traue ich mal den Berlinern einen Sieg zu und tippe dort auf einen 2:1. Ja, auch einige ehemalige Spieler von mir dort. Von daher gehe ich mal aus, dass sie das dann da reißen werden. Dann Chemnitz gegen Meuselwitz. Ich denke, Chemnitz wird das sich zu Hause nicht nehmen lassen. Da tippe ich auf einen 3:1. Dann haben wir den BFC Dynamo gegen Babelsberg 03. Dort, schwer zu sagen, beide Mannschaften ja, so im Mittelfeld. Dort tippe ich mal auf ein 0:2 für Babelsberg. Dann haben wir Erfurt gegen Fürstenwalde. Erfurt in letzter Zeit nicht so stark. Fürstenwalde immer mal wieder für eine Überraschung gut. Von daher sage ich da 0:1. Dann kommen wir zum BRK gegen Neugersdorf. Dort sage ich, BRK ist eine sehr spielfreudige Truppe, auch immer sehr für Tore zu haben. Dort sage ich mal ein 4:2 für den BRK. Und das letzte Spiel ist Budissa Bautzen gegen die U23 von Hertha BSC. Da tippe ich auf einen Auswärtserfolg von 2:0. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.